komm, Flo. Warte, es geht los. Wo hast du denn den Schlüssel hin? Warte. Was? Wir kommen. Wir kommen. Ja, ach so. Komm. Komm, Flo. Komm. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist ein verrücktes Video, denn ich muss die Rahmenbedingungen erstmal eben erklären. Es gibt echt, doch, es gibt welche. Also, erinnert euch an das Video. Machen wir mich mal richtig geil. Boah. Daytona Violett. Oh, wir haben ein Problem. Pack ihn in den Warenkorb. Was kostet der? Genau, in dem Video habe ich mich verknallt in ein Auto, was ziemlich, ziemlich cool ist. Das ist Faktor Nummer 1. Ja. Faktor Nummer 2 ist... Wir haben gerade nichts zu tun. Wir haben gerade ein anderes Video gedreht in München. Und dann, guten Tag. Hello there. Und in diesem Moment kam heraus, dass heute die Bestellfreigabe ist für den BMW M3 Touring. Und dann habe ich meine alte Freundin Meltem angerufen und gesagt, ey Meltem, was geht denn, Alter? Können wir bei dir bestellen? Sie so, weiß ich nicht. Seit wann denn? Ich so, seit heute. Ich mache deinen Job. Und jetzt sind wir hier. Und das Verrückte ist, die Tür ist zu. Wir gehen da lang. Wir haben Kontakt seit längerer Zeit, haben uns aber noch nie gesehen. Live. Und mit dieser Frau, die, wie ich denke, sehr lustig sein wird, also beim Schreiben ist sie sehr lustig, werden wir jetzt ein Auto konfigurieren, mal wieder. Ich weiß auch nicht, wann das Video kommt, muss ich echt zugeben. Aber jetzt sind wir schon hier, Flo und ich. Und machen das jetzt einfach. Das ist auf jeden Fall über den Zaun gebrochen jetzt. Und einmal das. Und es gibt noch eine andere Sache, die dazukommt, die wirklich neu ist. Ich weiß sogar zu 90%, welche Farbe er außen wird. Digga. Hallo. Servus. Guten Tag. Servus. Wir müssen Servus sagen. Hallo. Hallo. So, jetzt gehen wir da mal so runter und dann gucken wir. Und das Ding ist, keiner weiß, dass wir kommen. Guten Tag. Servus. Guten Tag. So, jetzt das erste Mal live. Hi. Herzlich willkommen in München. Wie geht es dir denn? Ja, bei dem Wetter geht's mir vorbei. Ganz ehrlich, M3 Touring ab heute bestellbar. Wir werden bombardiert mit Anrufen. Und ich bin sogar live da. Wahnsinn. Heute ist der wichtige Tag, Leute. Und ich weiß sogar, welche Farbe. Echt? Ich denke. Okay. Das ist neu bei mir. Ja, das ist komisch. Ja, aber krieg ich hin. Lass mal hören. Nee, sag ich noch nicht. Das machen wir gleich live. Ja, okay. Ist der Konfigurator denn auch so, kann der auch so Sonderfarben zeigen? Kann der? Wir haben ja zwei. Einmal für die Individualfarben und einmal bei uns im System. Ja. Das heißt, wir werden parallel quasi so ein bisschen arbeiten. Aber das kriegen wir hin. Guck mal hier. Bevor wir aber zum M3 starten, habe ich was ganz Besonderes. Den habe ich schon gesehen. Dein Ernst? Ja. Mit dem hier steht er. Achso, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, also, das ist ein XXM, okay, den gibt es nur ein einziges Mal. Wie oft? Hier, ein einziges Mal. Hier im Raum, oder was? Den gibt's. Schau mal, wie immer, unglaublich. Halt dich fest. Das ist Lederhosenleder. Ich sehe gerade, da sind vorne doch Tropfen drauf. Ja, jetzt ist es viel besser. Jetzt ist richtig schön. Jetzt richtig schön so. Jetzt hier, hau mal raus. Soll ich den Lappen bringen? Getragenes Leder. Nein, ungetragenes Leder. Ja, in Kooperation mit dem Herrn Meindl. Lederhosen Meindl. Für die Leute, die in Bayern sind, ist das natürlich ein Traum. Für alle anderen nicht so interessant wahrscheinlich. Aber ist halt schon sehr gewagt. Eine Frage. Ja. Ist es denn richtig, dass Leute in diese Hosen reinpinkeln? Das will ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, nach ein paar Mass Bier kann man sich auch gar nicht mehr zügeln. Und, ist das hier auch schon mal passiert? Nein, ich trage keine Lederhosen. Ach so, aber sonst schon. Okay. Das ist schon sehr gewagt, oder? Ist aber weicher, als ich dachte. Darf man sich reinsetzen? Natürlich, ja, ne? Klar. Solange du nicht... Das ist ja geil. Die Nahtfarbe. Oh, das ist aber ein sehr schöner Farbton. Signalrot, ne? Mhm. Kann man aber verstellen. Ambiente Beleuchtung kann man ja... Ist das hier Hirsch? Ja, Hirsch. Okay, aber das wollte ich auch mal zeigen, weil ich glaube, so einen siehst du tatsächlich nirgends. Das stimmt, aber es ist schon ein relativ kleiner Kundenkreis, ne? Also in Dortmund wird das jetzt nicht gut ankommen. Ja, wir haben auch noch keine offizielle Zahl, ob wir jetzt den Wagen in die Serie bringen oder nicht. Ach, das ist die Idee? Ja, das ist jetzt noch ein Konzeptauto quasi, das wird nicht verkauft. Wenn Interesse besteht, werden wir schauen, wie viele Kunden... Einen Konfigurator übernehmen, ne? Und wenn du drauf gehst, kommt immer so bayerische Musik, ne? Ja, okay, perfekt. Und hier arbeitest du so? Ja, ich sitze da hinten. Du bist viel kleiner, als ich dachte. Ja, ich habe auch keine hohen Schuhe an. Warum sagst du auch so spontan Bescheid? Ich fand das gar nicht so spontan vor 55 Minuten. Natürlich haben wir jetzt nicht allzu viele Lagerfahrzeuge stehen. Wir haben hier einmal Brooklyn und einmal Kreide. Sehr ähnliche Farben. Boah, krass, auch, ja, wirklich. Ne? Serie.
Aber M macht das ganz gut mit diesen Sonderfarben. Ich auch. Muss ich wirklich sagen, dass er eigentlich fast alles geht. Mhm. Und jetzt haben wir uns auch angeguckt, wie schnell diese Lackierpistole oder wie schnell dieser Apparat wirklich die Farben wechseln kann. Das war wirklich beeindruckend. Ja, ich bin echt gespannt. Hast du schon mal gesehen? Ich war da noch nicht. Pass auf. Da kommt eine Rohkarosse. Mhm. Wirklich. Und ich dachte, dann war da so ein Flur. Ziemlich genau so lang wie bis da hinten, ne? Mhm. Und ich dachte mir so, wenn wir gehen, kannst du es uns so schreiben, dann kannst du mitgehen, wie der Wagen lackiert wird, okay? Und ich dachte mir so, boah, geil. Und dann gehst du so mit und dann kommt der hinten mit der Farbe raus, ne? Und das, da ist so eine Säule, ne? Die Rohkarosse kommt hier so an. Orange. Und ich denke mir so, wofür ist der ganze lange Flur denn da? Und das Auto war einfach so, ich habe mich so darauf vorbereitet, dass es jetzt spannend wird. Und es war einfach nach 5 Metern, war der ganze Wagen schon in Farbe. Ja, mega. Und danach grün. Die Autos kommen so durch und er macht dann nicht in einem Rot schon nur schwarze, sondern grün, blau, aber lackieren schwarz. Die zweimal drüber oder ist nur ein Lackiervorgang? Mir war es dann zu lang, weil ich mich dann wieder umgedreht, weil ich Karre schon noch war. Ja, hier sitze ich. Also jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, das Branding hatte ich auf meinem M8. Und davor hatte ich einen F90 M5 in Speed Yellow. Den habe ich dann als M-Town Taxi foliert. Und das habe ich so ein bisschen inspiriert, hier die Bilder. Das Foto ist nicht ist das in München? Ich glaube, nee, das war irgendwo in Tokio. Genau, weil das nämlich das Grüne Kreuz uns nimmt. Ja. Wir beide sind Tokio-Profis. Oh, hast du gemerkt? Okay, ja komm, dann legen wir los. Ich setze mich hin. Bitte, mach's dir bequem. Hallo. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Nochmal. Jean-Pierre. Ja, freut mich, Melte. Melte. Vielleicht erklärst du einmal kurz, warum der Bildschirm schwarz ist. Der Bildschirm ist schwarz, weil er sieht sonst komisch aus, ne? Ja. Eine Privacy-Folie drauf. Also ich sehe den, Flo sieht eh gar nichts, aber Melte sieht den auch. Ja. Ihr aber nicht. Aber wenn ich jetzt mache, dann seht ihr das, weil wir das hier drüber aufnehmen, weil da sieht man es. Außer die ganz Smarten können von da das da sehen. Schwierig. Also, geht los. Ja, ja schön, dass du hier bist. Ja, momentan habe ich einen Lauf mit Autos. Ich merke schon. Momentan läuft es echt. Gestern Porsche, heute BMW. Ah, also, man könnte denken, ich habe Kohle bis zum Umfallen. Also, ich könnte es auch öfter machen. Du kannst gerne öfter vorbeikommen, kein Problem. Ja, aber ich finde, also erstmal muss ich auch entschuldigen, also ein CSL und ein M3 Touring zu haben, ich weiß, das ist hochgradig blöd, aber das Konzept bei dem Auto, die Idee, die will ich noch nicht verraten, die wird aber wirklich mal was anderes und cool. Ne? Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen mit den anderen Leuten. Ja, mal was anderes machen. Bin gespannt. Ja. Ich bin echt gespannt, wie du dir den konfigurierst. Ja, ich auch. Okay, let's go. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Lackierung, weil... Warum denn direkt so? Weil ich finde, Lackierung ist sau wichtig. Schreib mich hier an. Was glaubst du, was für eine Außenfarbe ich nehme? Also auf alle Fälle individual. Ja. Also klar. Ne? So ein Typ wie ich, ne? Ich weiß, dass du grün magst. Mhm. Es ist sogar in der Grünfamilie. Das ist unsere... Zeigen wir den Leuten mal, vielleicht sehen sie das ja hier. Nee, wir haben nur billige Kameras. Das sind unsere grünen individuellen. Doch, da ist sie. Ja? Mhm. In der ersten Reihe? Mhm. Nee. Mint. Mhm. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Warum gut? Weil es geil ist. Ja, auch als Kombi. Richtig geil. Ich meine, okay, approved, Meltem approved. Sehe ich dich. Leider darstellbar schwierig. Nicht? Nein, nein. Warte, wir machen es aber anders. Aber wir können das vom Konfigurator, von der Internetseite einblenden. Weißt du? Du bist so gut. Gut, ne? Flo? Ich bin gespannt, ob das Versprechen gehalten hat. Aber der Farbton trifft es nicht. Gar nicht. Nee, leider. Weil ich weiß, wie das Mint in ich echt weiß, aussieht. In Natura wiegt auch Urban Green anders. Wenn du jetzt mal die Lackierung vom X6M anschaust, Urban Green A04 ist der Farbcode. Wenn du den aber jetzt wie ist der Farbcode? A04. Mhm. Der GT3S von uns war auch in Urban Green. Eine sehr schöne Lackierung. Total. Beim M3 G80 ist der auch drauf. Also, Mintgrün, Leute, W97, der Farbcode, falls es die Leute interessiert. haben sich mindestens 50% aufgeschrieben. Ja, geil. Also, mega geil. Sehe ich auf dem M3. Wie machen wir es dann hier, dass das für mich die Simulation nah ist, weißt du? Wie machen wir das denn? Ich würde jetzt einfach eine grüne Lackierung nehmen. Als Außenlack, I love my green. Das ist jetzt die einzige grüne aber Lackierung. Aber ist aber auch ein Seitenteil hinten, ne? Das haut dir in die Fresse. Puh. Da ist ein Kombi. Mega. Was ist denn mit dem Kombi los? Was ist das für ein Kombi? Das sind jetzt die Felgen. Ja. Wir haben da natürlich ein paar Möglichkeiten, die wir über... Nee, bei dem Auto, weil wir beim CSL so BMW-ig bleiben. Ja. Bei dem Auto werden wir das Original lassen, weil wir nachher tunen. Wir haben ja ein Tuning-Unternehmen. Mhm. Die Felgen werden vielleicht drauf sein, maximal so 48 Stunden. Dann brauche ich dir eigentlich gar nicht zu zeigen, oder? Fürs Abholen, wenn es nichts kostet, nehme ich die Schwarzen. Für die 48 Stunden. Dann lassen wir die Serienbereifung drauf. Kostet doch keinen Aufpreis. Lass mir hier drauf, oder?
Haben wir noch einen anderen Farbton? Der irritiert mich irgendwie so ein bisschen. Na klar. Ja. Was haben, sollen wir das nehmen? Orden im Toronto. Richtig. Ich glaube, so kann ich am besten arbeiten, sodass ich mir das irgendwie vorstellen kann. Ja, wir bleiben mal so. Ja? Mhm. Ansonsten denke ich, dass du den bestimmt mit M-Drivers Package bekommst. M-Check Package, Vollausstattung. Was heißt das? M-Drivers Package, die VMAX Aufhebung. Mhm. Und ein Fahrradtraining. Nein. Ist drin, ist automatisch drin. Ja. Aber die VMAX willst du ja bestimmt haben, oder? Nö. Nicht? Nö. M-Track Package wäre jetzt zum Beispiel das M-Drivers Package inkludiert. Oh nein. Ja. Und was ist dann bei dem Paket noch mit bei? Die Carbon-Schalensitze sind drin. Die brauche ich. Die Keramikbremsen sind drin. Was kostet das? Das Paket kostet 15.100 Euro. 15.100 Euro. Pack ein. Wir können aber auch. Ja, die Sitze einzeln nehmen. Korrekt. Und was kosten die? 14.000 Euro. 4.500. 4.500 kosten die Sitze. Und was, dann, was kostet die Keramikbremse? Wir zeigen jetzt erstmal den Fahrzeuginnenraum, als du das auch mal siehst. Die kennst du ja eh schon wahrscheinlich. Ja, voll geil. Richtig geil. Bester Sitz in der Autoindustrie. Von hinten, ja, super toll. Die Carbonansicht. Was bei dem Sitz ein bisschen extrem ist, ist das Einsteigen. Wenn man über diese Wange, ja. Dass über die Wange gehen und du hast zum Beispiel Beintraining einen Tag vorher gemacht und ein bisschen Muskelkater und dann haut es wirklich, ohne Spaß, das haut wirklich rein. Das tut schon weh. Ja, wenn man sie drüber hebt, dann geht's. Aber wenn man wirklich so wie beim anderen Sitz so drüber robbt, dann wird's unangenehm. Kannst du mal vormachen in deinem Video, wie du es machst. Für deine Follower kannst du es ja mal zeigen, wie man souverän einsteigen kann, ohne dass man da irgendwie... Durch Schiebedach. Bitte nicht. Wäre souverän. Bitte nicht, Leute. Genau. Ich muss immer aufpassen, wenn Flo's Blick so starr wird, dann weiß ich, ich muss wieder zurückabbiegen. Dann sind wir kurz vor unangenehm. Also, die Sitze haben wir drin. Ja. Perfekt. Nee, wir nehmen das Drivers Package. Was kostet der Wagen überhaupt Basis? Also Base geht los bei 86.445, so ist der Basispreis. Das heißt, mit dem Package ist man schon über den Huni, ne? Mhm. Und was ist drin? Also die Bremse ist drin, die Sitze sind drin? Genau, das M-Drivers Package ist drin. Also Sitze, Bremse, das Fahrzeug ist ja auch generell um 25 Kilo leichter. Mhm. Auch beim Kombi? Mhm. Auch beim Kombi, ja. Das heißt, mit dem Package ist man schon so ein bisschen mehr auf Race unterwegs, ne? Brauchen wir ja, ne? Weiß ich nicht, weil ich finde, welche Bremse, die Bremssattelfarbe ist dann welche? Gold. Das passt ja nicht, das, was ich vorhab. Also ich sag, und die anderen sind blau, ne? Oder rot. Aber ich glaube, ich würde nur die Sitze nehmen. Weißt du? Und dann sind wir ja 10 billiger, ne? Wenn du jetzt die Keramikbremse auch nicht unbedingt... Nee, bei dem nicht. Hätte die denn dann vorne und hinten oder so wie bei Audi nur vorne? Nee, vorne und hinten bei BMW. Das große Navi. Ja, mit dem sind wir sogar gerade hier. Unser Mietwagen hat das. Das ist echt toll. Krass, oder? Das ist wirklich gut, ja. Da ist einiges passiert. Das Curved Display ist halt echt jetzt geil. Echt so ein Statement. Und jetzt geht's richtig in die Richtung Digitalisierung, ne? Ja. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir weiter in die Ausstattung. Innovationspaket ist drin. Laserlichter. Ja. Brauchst du? Ja. Finde ich. So ich oder du kommst? Okay. Komfortzugang. Brauchst du? Ja. Und der Driving Assistant ist drin. Ja, das nehmen wir doch. Das brauchen wir. Paketpreis, willst du die Paketpreise auch wissen? Ja. Oder soll ich sie... Sag mal. Ja, 2.899 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen. 2.899 kostet aber, wenn man es mal, ich sag mal den Kunden in der Rate ungefähr 47 Euro mehr. Mintgrün und Carbon-Exterieur-Paket. Würde ich schon sehr geil finden. Außenspiegelkappen. Ja. Werden eine Carbon. Vorne die Luft... Elemente vorne am Stoßfänger. Die rechts, links sind, genau. Ne? Ja. Und der Diffusor hinten. Was kostet das? 4.150 Euro. Aber auch da werde ich dich enttäuschen, weil wir wollen den schon umbauen. Nee, auch das aber nicht. Aber du kannst ihn ja trotzdem umbauen. Ja, aber wir nehmen, glaube ich, da keine M-Performance-Teile. Das ist so die Idee, die ich gerade habe. Was hast du denn vor? Soll ich dir einfach den Motor in den Touring? Auf eine Kiste so. Wenn du eh alles umbaust. Oder wir haben lange keinen Neuwagen mehr so richtig umgebastelt, weißt du? Okay. Weil man kann halt, das ist halt das Problem, man kann halt von den Herstellern her fast alles machen schon. Ja, das stimmt. Wir gucken mal, ob wir das vielleicht nachher doch reinnehmen. Okay. Polster, das finde ich zum Beispiel mega, das zeige ich dir mal. So. Dann. Das Schwarz. Nope. Das wäre hart mit Mint. Das wäre richtig hart und da du kein Rot magst, habe ich die Farbe Rot zuerst gewählt. Aber das ist neu jetzt, ne? Ja. Elfenbeinweiß mit Mint. Mega, mega geil. Ja, finde ich auch. Bleiben aber natürlich nicht lang. Merino Tartufo hat auch was. Nein. Oh, das gibt es jetzt? Yes.
dann ist das Projekt schon wieder verändert. Weil das finde ich gut. Okay, krass. Das ist cool. Hier, die kennst du ja wahrscheinlich noch. Ja, das kenne ich noch. Das kennst du noch. Nee, wir nehmen das Blau. Machst du, und dann machst du den Schalensitz einmal? Ja. Geht nicht? Die Kombination geht nicht? Hallo! Doch ein Einser jetzt, ne? Wir nehmen doch ein Einser irgendwie. Prost. Zum Wohl. Das, da ist er! Boah, hast du die Kurve aber gerade noch bekommen, du. Das System ist überlastet, Leute, wirklich. Ja. Okay, das nehmen geil, wir auf jeden oder? Fall. Ja, das ist sehr geil. Das ist sogar fast zu geil. Alcantara-Dachhimmel gibt's nicht, ne? Doch. Dachhimmel, Alcantara gibt's. Aber das sieht geil aus mit Mint. Und wenn die Bremssättel dann blau sind und dann noch coole Räder und tief und dann vorne so ein bisschen Spielchen mit Lippe und so. So, ansonsten Sitzheizung ist eh klar. Mhm. Serienausstattung. Memory-Funktion für Fahrersitz auch Serienausstattung. Nein. Ehrlich? Ja. Habe ich noch nie geschnallt, wie das geht. Wie? Schon gut, das ist peinlich. Interieurleiste? Ja. Gibt's eigentlich nur eine Wahl, finde ich persönlich, das ist Carbon. Alles andere finde ich, gehört da nicht rein. Oder? Oder Pianolack? Nee. Nein. Nee, dann ansonsten, machen wir. Klar, Aluminium kannst du auch nehmen. Ja. Ist dann so? Nee, Carbon. Das ist natürlich schon, finde ich. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, ja. Willst du auch nochmal die Rücksitzbank anschauen? Mhm. Ist da eigentlich gerade jemand in dem Auto, der das so filmt für uns, oder? Schön wär's, ne? Das ist alles. Sogar hier, die Bilder an der BMW-Welt, siehst du das? Mhm. Die ändern sich? Die ändern sich. Schon cool. Aber kann man nicht noch mehr ausstatten? Da gibt's doch noch andere. Ja klar, wir sind ja noch nicht fertig. Ach so. Mensch. Felge haben wir, Ablagepaket Serie, Wireless Charging Serie. Was wäre denn der Aufpreis, wenn ich große Räder nehmen würde? Zum Beispiel die größten Räder, die ich dir anbieten kann. Einheitliche Größe. Das sind die 21er, ne? Kosten 950. Nee, dann wen lassen die schwarzen. Ich finde die super, ja. Sehr geil. Okay. Dadurch, dass wir jetzt die Bremsen. Blau. Die Sitzfunktion. Perfekt. Instrumententafel. Ja. Gibt's in Sensatec. In was bitte? Sensatec. Das ist eine Art Kunstleder. Kostet 500 Euro Aufpreis. Wenn ich Kunstleder nehme, statt Leder. Oder ist es sonst Plastik? Sonst ist es so wie beim M3. Hart Plastik quasi. Ach, das ist ja das neue Armaturenbrett. Yes. Ah ja, verstehe. Und wie heißt das neue Zeug? Sensatec. Gibt's aber jetzt auch schon länger. Das ist das, wo wir gerade dran gerissen haben im Mietwagen. Boah, das Navi ist ganz schön fest. Ja, was ich noch echt cool finde, wir haben die Scheinwerfer in einer abgedunkelten Version rausgebracht. Shadowline. Das nehme ich. Richtig nice. Modellschriftzug in Fall. Kostet X. Dort hätten keine M3 Touring stehen sollen. Nee, will ich aber. Ja, ne? So, zeigen wir mal, ne? Findest du das neue Emblem eigentlich? Super, das will ich haben. Ja? Was kostet das? 200 Euro. Also, das nehmen wir mit. Ja, ja, klar, auf jeden Fall, aber. Ja. Was denn? Nix. Macht schon was aus. Die macht es auch, aber Logo ist Logo. Schau mal an der Felge. Ich muss ja für das auch nichts zahlen. Schau mal, siehst ja. du mal. Ja. Das ist was Besonderes. Verstehst? Abgedunkelte Scheiben, ein Muss. Sonnenschutzverglasung heißt es. Ja, nee, ja. Wie? Das mit dem Konzept nachher ist so eine Frage, ey. Wie? Obwohl, nee, wir lassen es ja. Der blaue Innenraum bleibt ja jetzt. Nee, machen die Türen, ja. Ja, das. Ich zeig dir mal eben ein Foto. Das sind nicht genau die Farben, aber es gibt dir schon mal eine Richtung. Oh mein Gott! Wow! Selten bin ich mal sprachlos also heute. So. Selten. Jetzt kannst du aber auch sagen, dass ein M3 Touring Cabrio wird, oder? Ja. Also, jetzt ist mir egal. Ganz ehrlich, was ich alles schon gesehen habe. Du musst ein bisschen ins Bild kommen, denn der Flo so macht, dann bist du zu weit raus. Nee, so auch nicht. Also, Soundanlage. Gibt's nur Hammern. Brauchen wir. Dann brauchen wir die. Kostet 519 Euro, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Oh, kostet. Entweder kriegst du so kleine Logos, die eh drauf sind. Oder, ne? Wie stehst du zu Assistenzsystemen? Da wurde mir beigebracht von Verkäufern, dass ich das nehmen soll für den Wiederverkauf, weil ich selbst nutze sie einfach nicht. Gar nicht? Gar nicht. Keine aktive Schilderkennung. Ja, okay. Diese Schilderkennung ist das Einzige. Aber ich habe noch nie einen Tempomat angemacht. Ich fahre einfach Auto. Hat er dann vorne in der Niere auch dann so ein riesen Auge und so? Das sieht doch schon scheiße aus. Ja, aber dafür schützt er dich auch mal, wenn es bremsig wird. Also in der Regel fahre ich Auto und guck. Okay, auf alle Fälle nehmen wir mit rein.
kannst du. Was kostet die Assistenz? 2200, das ganz große Paket, da ist alles drin. Ganz alles drin, ne? Ja. Aktive Geschwindigkeitsregelung, Stop-and-Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, Spurwechselwarnung, die Totenwinkel. Also was ich alles nicht ausschalten kann, was man auf den Sack geht. Kannst, ne? Kannst alles ausschalten. Nein, kann man glaube ich nicht mehr. Ja, das geht ja immer wieder an. Ja. Bei jedem Start. Also kannst du ja auch was anderes machen, aber kannst du ausschalten. Kannst du den auch Heck angetrieben fahren? Genau, ich nehme ja eh ein Heck, ne? Ich nehme keinen X-Drive. Okay. Oder hast du X-Drive jetzt genommen? Ich habe jetzt einen X-Drive genommen. Nein, deswegen ist ja auch so teuer. Habe ich schon gut, dass hier der Meltzimmer-Aufpreis hier ist. Ja, warum? Ich was ist der Preisunterschied? Also ich sag dir ganz ehrlich, aktuell kannst du den nur als MX-Drive konfigurieren. Bei den Viertürer, was ist denn da der Unterschied? Das sind 4.000 Euro ungefähr. Ach, mehr nicht? Nee. Ich kann es ja eh nicht ändern. Du kriegst den doch eh erst. Ja, vielleicht geht's ja dann. Wollte ich gerade sagen. Ja, also ich würde am liebsten Heckantrieb. Ich habe mit so Allradantrieb eigentlich nicht so viel am Hut. Obwohl der beste ist, den ich kenne. Also der X-Drive-Antrieb ist perfekt. Ja, dann fährst du halt dauerhaft auf die SC off. Und ich schlepp einfach die Kardanwelle und das Differential durch die Gegend, ne? Mein Gott. Ja. Wo sind wir jetzt preislich? Ich bin noch nicht fertig. Das Verkaufsgespräch der anderen Art. Warum denn? Alles gut. Was kostet denn der Sonderlack eigentlich? Das haut doch richtig 5.000 rein. Euro. Ich bin was für ein Lachen, du das sagen kannst. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau 5.000 Euro mit so einem Lachen... 5.000 Euro, ist das aber nicht toll? Aber hey, ganz ehrlich, für ein Unikat. Von der Stange kann jeder. Ja, tut mir leid. Kein Problem, kann passieren. Was gibt's hier für Schulungen? Oh Mann. Was denn? So lustig. Also ich sag's euch ehrlich, das System ist komplett überlastet. Also wir machen's so. Wir lassen euch ein bisschen eine Überraschung noch drin. Also ihr wisst ja schon mal, welche Farbe und so und den Rest, das zeige ich euch dann, wenn er kommt. Aber die Frage ist jetzt, dieses Video wurde aufgenommen am 28. September 2022. Die Frage ist wirklich, wann dieses Video kommt. Da wird vielleicht sogar draußen wieder besseres Wetter sein. Wir machen das jetzt fertig, wir beiden. Mhm. Ich freue mich. Und dann... dann freue ich mich auch auf das Ergebnis. Das wird gut. Ich bin echt gespannt. Also das wird der erste M3 Touring in Mintgrün sein. Wahrscheinlich. Das denke ich auch. Ja. Das denke ich auch. Und vor allen Dingen müssen wir das Foto reinmachen, nicht aus dem Konfigurator, weil das ist echt nicht gut getroffen, sondern wir machen mal einen mintfarbenen M4 oder so rein. Ein Max Mint. Genau, das in die Richtung geht das. Ein Max Mint ist das. Okay. Wir sehen uns. Tschüss. Und zack geht's weiter, ne? Gerade haben wir noch mal gesessen und bestellt. Und jetzt, hallo! Warum rufst du nicht an? Ja, das ist peinlich jetzt. Wir sind hier in der BMW-Welt und wir haben uns überlegt, wir lassen dieses Video nicht so zu Ende gehen, sondern wir ziehen in einem durch und wir holen jetzt am 2. März. Von September bis 2. März. Welches September war das nochmal, wo wir da waren? Auf jeden Fall ist heute der 2. März. Holen wir unser Auto ab. Wie kommen wir denn zu Ihnen? Ich hole Sie ab, Herr Krämer. Hier? Ja. Hier? Ja, hier. Auf jeden Fall kann man aus dem Schnitt, ja, nur bestellen können wir ja nicht machen. Und deswegen sind wir jetzt hier und holen unser Auto ab. Fertig. Ich kann aber eine Sache schon vorab sagen, und zwar, erstmal freue ich mich sehr. Eigentlich wollten wir gestern Abend abholen. Richtig? Aber die Verkäuferin unseres Vertrauens hat das nicht ermöglicht. Das werden wir gleich auch nochmal sagen, das wird sie nicht gut finden. Die Verkäuferin unseres Vertrauens hat dann gesagt, nee, das kriegen wir nicht hin, weil die bauen eine Bühne auf. Ich war gerne mal gespannt, wo diese Bühne ist. Und deswegen konnten wir gestern nicht mehr abholen. Nein, das ist Spaß. Also eigentlich war heute wirklich der Termin. Und jetzt sehen wir den Wagen gleich, das allererste Mal. Ich habe zwar schon ein, zwei Bilder gesehen. Und ich habe auch Innenraumbilder gesehen. Und ich sage es jetzt schon vorab, ich habe etwas falsch bestellt. Vom Style. Aber darum werden wir uns kümmern. Das habe ich nämlich bei den Bildern, bevor ich das Auto echt gesehen habe, schon organisiert. Dass das so nicht bleiben kann. Du darfst nur gleich nicht sagen. Nein, mache ich auch nicht. Ich sage es auch nicht in dem Video. Vielleicht kurz. Aber, nein, passt schon. Aber guck mal hier. Spoiler, ne? Weil wenn, oh, guck mal, die vordere Felge. Das finde ich voll cool. Findest du so von vorne drauf gucken, ist knallerhaft so? Von vorne finde ich es ein bisschen bullig. Schwierig. Ja, aber ich finde das Teil geil. Herzlich willkommen. Ja, wir wollten ja eigentlich gestern das Fahrzeug schon abholen. Ja, das stimmt. Kurzer Anruf, melde mich. Ich komme heute und hole den Wagen ab. Guck mal, wie professionell ruhig sie bleibt, ne? Ja, klar. Ich bin ja auch ein Profi, ne? Profi. Profi. Also nochmal offiziell herzlich willkommen hier in der BMW-Welt. Wie kommst du eigentlich hier hoch? Wie hast du es geschafft? Mit dem Fahrstuhl. Aus der Tiefgarage. Du bist der erste Mensch, der direkt mal hier auf dem Balkon nach seinem neuen M Ausschau hält. Ja, und dann habe ich sie gesehen, habe dann rübergerufen, ganz höflich. Hallo! Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rüber. Ja. Habt ihr gefrühstückt? Ja. Warum bist du denn so steif?
Flo schaut aus, als hätte er Bock auf Weißwurst. Ich hab Fieber ein bisschen, aber echt? Das ist egal. Echt? Hast du Bock auf Weißwurst? Nee, heute nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe aber extra was vorbereitet für dich. Okay, ja, gut, dann machen wir das. Ich würde sagen, let's warte, go. Warte. Wer kann denn hier was zu sagen? M-Bikes? Ja, ist das Serie? Oder sind das Originalteile? Oder ist das Straßen zugelassen? Ja. Boah. Das ja, aber Serie, ich glaube, es gibt bestimmt auch ein Performance-Paar zu Motorrädern. Das da unten finde ich richtig krass. Das ist krass. Also, ob das so erlaubt ist, weiß ich nicht. Aber wenn es nicht erlaubt wäre... Die Räder sind auch Carbon. Also das ganze Rad. Ich würde gerne, wissen, was das kostet, das Motorrad. Nur aus Spaß, also nicht jetzt für... Weil das sieht schon so... Geil, ne? Das ist so dermaßen durchmodified, Alter. Können gleich mal die Fahrgestelle mal checken. Was da für eine Ausstattung drin ist. Das geht auch mit deinem System. Mach mal ein Foto. Check ich mal. Für dich. Kein Problem. Diese Frau, Motorrad, ne? Diese Frau ist ganz anders, wenn die Kamera nicht anders ist. Auch. Du bist so gerade so im... Ja klar, ich muss ja auch professionell sein, entschuldige mal. Wenn die Kamera aus ist, können wir ja mal. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Die vordere Felge könnte original eine Rotiform-Felge sein. Vom Design, diesen Öffnungen aus. Also ich sehe mich schon in so einem Auto irgendwann. Wirklich? Ich wollte dran sagen! Und Niklas vorne als Fahrer. Junge, also kriege ich hier gesagt, Video zu wenig und dann läuft der mit und filmt nicht, Alter. Ja, so, jetzt war ich auch hier. Der Flo. Flo ist gerade ein bisschen abgelenkt. Hier. Hallo. Hier Premium. Willkommen. Premium, natürlich. Hier ist der Part quasi für unsere Abholer. Hallo, willkommen. Schön. Ja, passen alle rein? Das wird ein bisschen eng. Ja, okay. Und jetzt, das kostet was Aufpreis hier? Ja, also das ist die Abholung, Premium-Abholung. Oder wenn du das machst oder wenn das nur hier ist? Kann jeder Händler buchen. Also du hast keinen Aufpreis? Nee, also das. Nein, also ich begleite meine Kunden natürlich schon her, ne? Aber deutschlandweit, meine M-Kunden auf alle Fälle, ja. Finde ich schon super wichtig, weil es ist der schönste Moment in der Beratungs... Sehe ich ihn jetzt schon? Nee, weil ich habe ihn abgedeckt. Ah, okay. Natürlich, also das wäre natürlich ein bisschen schwierig. Und jetzt gehen wir zum Check-in. Dürfen wir gerne folgen, Herr Kremer? Check-in? Check-in. Guten Tag. Hallo. Hallo. Morgen. Hallo. Ach, guck mal hier. Hallo. Ach, das ist das Kärtchen, von der erzählt hat. Hier. Das war noch nicht fertig gestern. Dreh mal um. Jetzt kommt's. Schön, gell? Also, was machen wir jetzt? Sie, passt alles, ne? Ja, da passt einchecken. Alles. Ja. Super. Sie können vielleicht noch einen Kaffee trinken, wenn Sie mögen. Wasser? Oder Wasser? Weißwurst essen? Florian, komm mit. Florian? Seriös heute? Nein. Mach einfach so, als wäre die Kamera nicht da. Diese Begrifflichkeiten darf ich jetzt natürlich nicht verwenden. Nein, ich freue mich, dass ihr hier seid. Und glaub mir... Hallo. Du wirst überrascht sein. Wovon? Von deinem Gefährt. Der schaut in Natura nochmal ganz anders aus, ne? Boah, das ist so krass. Ich habe vorhin unten bei der Aufbereitung... Das habe ich öfter schon gehört, das war dann nicht so gut. In der Aufbereitung mit dem Licht, ja. Der ist so clean. Also die Lackierung ist echt krass. Richtig krass. Ja? Ja, da weiß jeder, was los ist. 2 Kilometer Entfernung, was los ist und wer da ist. Das ist doch schon mal gut. So, du darfst dich jetzt hier gerne mal kurz hinsetzen und Kaffee trinken, Wasser trinken, Tee trinken, Wasser trinken, Cola trinken, Sprite trinken. Und was machen wir dann gleich? Und dann hole ich dich wieder ab. Wir brauchen noch 2 Minuten. Okay. Und dann geht's auch schon los. Und dann ist das auch so ein Drehteller oder kommt das dann irgendwo? Das wird von oben, von dem Heli, bis dann runtergelassen. Dann klappt mir das Dach auf, korrekt, ne? Korrekt, genau. Okay. Wenn's okay ist. Nee. Und ich schwinge mich so ein Tarzan dazu. Magst du ja, ne? So haben wir es vereinbart. Genau, so haben wir bestellt. Perfekt. Okay, dann warten wir hier. Ja. Okay. Voll juiced out hier, ne? Ja, der blaue. Ne? Aber ganz ehrlich, ich finde roten M4 gar nicht so schlecht. Das ist die Lackierung, die wir uns gestern angeschaut haben. War das was? Dieses Toronto. Toronto-Rot. Mhm. Krass, oder? Ja, ist nicht schlecht. Hat das funktioniert? Ja. Wie viele machst du hier am Tag? Am Tag war das Krasseste, was ich gemacht habe, 4 Autos an einem Tag. 4 Auslieferungen an einem Tag. Da war ich von morgens 9 bis abends 18 Uhr hier. Aber ich musste auch noch Autos verkaufen. Die verwechseln immer, das ist ja nur meine Auslieferungsfläche. Und die Autos verkaufe ich jetzt. Wie lange fährst du rüber? 10 Minuten. Achso. Entspannt. So, du. Das ist natürlich schwer zu schneiden. Es geht gleich los. Geil, oder? Viele sagen immer, dass es ein bisschen gewagt aussieht, die Platzierung der Endrohre. Aber ich finde.
An einem Touring finde ich sogar sehr gut, muss ich sagen. Touring finde ich ganz passend, weil der Arsch eh so fett ist. Der ist halt komplett voll mit M-Performance-Parts, so wie er drüben bei uns stand, in weiß. Das ist echt. Das ist ein Auto. Das ist, also echt ein Auto. Echt krasses Teil. Da gab es noch von einem Mitarbeiter in einem anderen Automobilhersteller aus Deutschland eine Sprachnachricht bekommen. Er sagt, es ist die One-Car-Solution, die es gerade so zu kaufen gibt. Und das, der arbeitet nicht bei BMW. Okay. Ach, das war das Thema, wo oben... Ja. Ah ja. Das war das Thema, was wir noch nicht gerade hatten. Und da habe ich einfach nur zugestimmt, dass es, wenn man es technisch sieht, aus dem technischen Aspekt, ist es wirklich die beste One-Car-Solution, die man momentan kaufen kann. Es fährt über 300, es hat ein sportliches Design, breite Kotflügel, ist für einen wie mich schon ein geiles Argument. Es verbraucht nicht so viel, es können 4 Personen mitfahren, es ist ein großer Kofferraum dran. Mega. Du kannst Allradantrieb fahren, du kannst im Winter fahren. Mega. Du kannst Heckantrieb schalten, kannst damit rumdriften. Und das alles in einem Auto. Voll geil. Wir haben echt lange drauf gewartet, ne? Wir haben 6 Generationen gewartet, bis wir jetzt das Teil hier bauen. Und vor einem Jahr, glaube ich, warst du mal bei M, ne? Da, wo du den Daytona Violett dir angeschaut hast. Ja, richtig, genau. Ja, habe ich gesehen. Der auch sehr gut aussah. Ja, ich bin sehr sexy aus. Erstmal bin ich auch platt, weil die Farbe hat so eine Leuchtkraft, dass diese Plane das dicht hält. Ich habe immer gedacht, dass die Plane, dass du es leicht durchsehen kannst, aber die Plane ist echt schwarz. Also, die Plane ist schwarz. Weil das muss gleich wie so eine leuchtende Kugel aussehen, weil die Farbe ist krass. Die Farbe ist richtig krass. Und man sieht also nichts. Ich bin echt gespannt, was eure Meinung ist. Ich finde den richtig nice. Wir haben es ja im Konfigurator, glaube ich. Kommt es denn da so rüber? Nein. Also ich finde, Natura wirkt es ganz anders. Und im Internet ist schon ein Foto aufgetaucht im Auto. Echt? Ja. Das habe ich gestern gezeigt. Nicht von mir, ne? Nee. Ich glaube, so viele Touring in der Farbe wurden nicht gebaut. Nein. Und der wurde ja frisch angeliefert. Okay, dann... Ich würde sagen... Wer zieht denn? Willst du ziehen? Oder soll ich ziehen? Du ziehst. Ja? Dann platzieren wir uns aber frontal. Ja. Die Pöller weg? Ja. Okay. Und anpacken. Super. Ist das ein echtes Auto? Ja, das ist der neue XM. Ich weiß, aber ist das kein Prototyp? Ist das ein echter? Ja. Kannst du auch reinsetzen. Dein Pulli passt zu diesen goldenen Elementen. Kann ich auch sperren? Nö, geht schon. Aber das ist ein geiler Innenfarbton. Ich habe den Leuten gerade schon gesagt, dass ich, glaube ich, einen Fehler mit dem Innenraum gemacht habe. Ja, aber du musst dir auch erklären, dass deine Intention war oder ist, dass man den ja innen komplett neu aufbaut. Wurde stark bestätigt in dem Moment, wo ich das Foto gesehen habe. Also der Innenraum wird ja neue Polster. Wie findest du den Innenraum denn? Also die Kombination ist schon sehr gewagt, sagen wir es mal so. Gewagt. Ich find die Sitze mega. Ja, natürlich. Die Farbkombi zusammen ist halt... Allein das wieder als One-Car-Solution-Thema. Dann hast du keinen normalen Sitz, sondern du hast ja eine Art Schalensitz in einem Kombi. Das ist krass. Ne? Also ist alles ein Auto. Komplett hinten aus Carbon. Also ich finde den Wagen so, wie er ist, da sind wir wirklich stolz drauf, dass wir einen Wagen in der Konzeption haben, weil wir haben lange darauf gewartet. Aber es ist auch hardcore ausverkauft. Ja, also für dieses Jahr auf alle Fälle. 23 sind wir durch. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Quoten kriegen für 24, aber jetzt gerade schwierig. Kannst du abschätzen, wie viele es ungefähr gibt? Also ich glaube, um die 1000 haben wir bestimmt schon verkauft. Wie viel gebaut werden? Ah, das ist... Aber wir sind jetzt gerade dabei, neue Quoten zu fordern. Ich hoffe, wir kriegen das durch, dass wir auf alle Fälle auf die vielleicht 1,6, 1,7 Einheiten kommen. So wenig. Ja, die Produktionsplätze sind ja natürlich... Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, ja. Ich glaube echt, dass wir, wenn wir den Wagen komplett auf der ganzen Welt so platzieren würden mit den... Das ist ganz ehrlich. Sogar die Amis finden den Wagen geil. Brutal. Ich war jetzt vor ein paar Tagen da, hab denen gesagt, ja, wenn ich zurückkomme, dann fahre ich mit Flo nach München, hole den M3 Touring ab. Dann machen die solche... Ja. Okay, BMW hat kleine Scheibe, oder? Solche Augen machen, die und sagen, boah, wir würden den auch so gerne haben. Das hat Audi halt gemacht. Die haben den RS6 nach Amerika gebracht. Die Amis drehen durch. Und deswegen sage ich ja, darauf haben wir echt lange gewartet. Und jetzt haben wir endlich ein Fahrzeug für jeden, der Platz braucht, der trotzdem Bock auf Dynamik hat, abschlappbare Allrad. Was willst du mehr? Ganz ehrlich. Stimmt. Wir haben jetzt gerade viel geredet. Ich würde sagen, wir decken den mal auf. Ja, okay, ich lege mich hier hin. Oh mein Gott. Das ist der geilste Moment. Seid ihr soweit? Guck mal. Okay, let's go. Let's go.
sieht, Meltem, das sieht live, also echt ein krasser Lack, ne? Krass, oder? Ja, ist der irgendwie nochmal... Farbcode übrigens W97, falls jemand fragt. Mint Green heißt die Lackierung. Wie krass schaut der bitte aus? Krass, ne? Ich bin so stolz. Sehr schön. Doch, das geht. Das war auf den Bildern nur so. Nee, das ist ja ein viel dunkleres Blau. Also. Doch, finde ich eigentlich okay jetzt. Also, doch, das finde ich okay. Krass, ne? Wir werden da trotzdem angreifen. Boah, mein Kopf platzt gerade an Ideen, an Gedanken. Ja, ja, voll krass. Aber lass mal auf dich wirken. Sollen wir den mal drehen lassen? Ja, bitte. Ich freue mich. Das sieht echt, das ist echt normal ein Sonderlack. Boah! Die Front, wie geil wäre es, wenn wir keine Kennzeichen montieren müssen. Wie geil schaut die Front bitte aus. Aber das ist so ein Wandel. Ja. Das ist so ein Wandel. Das habe ich schon tausendmal gesagt, aber wo das Auto rauskam, würde man nie sagen, ey, stell mal vor, man könnte ohne Kennzeichen, sieht man die Nieren noch besser. Weißt du, und haben gesagt, aber der schaut schon brutal aus. Echt, ohne Scheiß. Von vorne. Das ist echt mal nicht normal. Mhm. Und schau mal. Die Bremsen spiegeln sich jetzt im Interieur. Ja, genau, das war die Idee. Ja, schaut schon sehr harmonisch aus. Mit dem 50-Jahre-Emblem in der Felge. Aber du willst eh andere Felgen drauf machen, ne? Ja, ja. Es sind alle Teile schon da. Echt jetzt? Ja, hallo, guten Tag. Wann geht's los? Dann muss ich echt mal auf dem Laufenden halten. Also so die gerade Ansicht von hinten, die haut hart rein, finde ich. Das ist halt so geil bei dem Auto, dass der halt diese breiten Kotflügel hat, weißt du? Wir müssen es einmal noch mal warten. Die gerade Sicht aufs Heck. Das ist schon ein Kombi, Alter. Und überleg mal, ey, der wurde echt in der MGmbH von zwei Unfallfahrzeugen zusammengebastelt. Ja, von einem Unfall drei Kombi? Ja. Und dann genau, haben wir zusammengesetzt und dann ist das Fahrzeug entstanden. Wie krass muss das bitte sein? Die beiden Jungs, die Unfälle gebaut haben, ne? Ich sag's danke. Dir. Danke. Grüße gehen raus, ihr habt den besten Job. So ein Azubi, der da gerade so sitzt. So, wen soll ich jetzt kaputt fahren? Und ab jetzt finde ich haut's echt an. Ja. Schaut richtig sexy aus hinten. Und auch, das ist toll. Dass wir kein Carbon-Dach haben, stört mich jetzt gerade zum Beispiel gar nicht. Nö. Gell? Weil mit den schwarzen Elementen und auch den schwarzen Felgen gerade schaut es richtig nice aus. Okay. Und die abgedunkelten Scheiben hinten. Ich freue mich sehr, wirklich. Also ich freue mich auch, dass du vor allem in der Lackierung das Ding genommen hast. Weil es ist halt echt eine Ansage, ne? Und ich habe gerade ganz viele Ideen. Ganz, ganz viele Ideen. Wenn sein Gesichtsausdruck, er denkt gerade nach. Wirklich. Weil ich so frontlippmäßig habe ich mir so ein paar Sachen überlegt. Aber ich denke, weil ich möchte nicht, wie bei dem CSL und so, diese Carbon-Schweller machen. Ich finde das mit dem schwarz glanzlackierten gar nicht so schlecht. Mhm. Somit werden wir eine Frontlippe nehmen, die aus Carbon ist und werden die schwarz glanzlackieren. Dass sich das eher integriert und nicht dann, oh, die ist Carbon und wir machen dann nur die Frontlippe Carbon. Oder machen dann den Seitenschweller auch in Carbon und Heckteil Carbon, sondern das bleibt ein Schwarzglanz. Diese Mittelteile, hinten der Diffusor bleibt in Carbon, aber vorne die Frontlippe wird Schwarzglanz. Und ich glaube auch die Niere, da werden wir mit Max mal reden müssen. Ich überlege, ob wir diese, es gibt ja so Nieren, die sind viel offener. Mhm. Und die lackieren wir vielleicht den Wagenfarben. Was? Weil beim M2, oder zumindest den Rahmen auch, also zumindest habe ich gerade die Idee, dass diese Sachen mit in Wagenfarbe sind, aber dass wirklich... Ja, einfach folieren, oder? Nee, nicht, du triffst den Farbton, glaube ich, nicht. Kriegst den Mintton nicht in die Folie so. Also, wir bedanken uns für dieses wunderschöne Geschäft. Vielen, vielen Dank. Wir werden sehr uns noch wiedersehen, weil BMW weiterhin, glaube ich, tolle Autos bauen wird. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Danke auch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ja, danke. Ja, und wir fahren jetzt zurück. Und die Innenraumfarbe finde ich gar nicht so schlimm. Also ich bin gespannt, was da für ein Projektauto draus wird. Aber... Das wird wirklich, Leute, das wird wirklich ein Projektauto. Weil ich wollte bei dem Auto nämlich was machen. Ja. Ich wollte nicht diesen Standard-Tanz-Tuning gehen, sondern so ein bisschen eine Bumsbude, ein bisschen eine Bastelbude rausbauen. Ein Harlequin-Innenraum. Ja, ja. Bei dem Auto wollen wir mal so, dass es so übertrieben ist, dass es schon wieder hässlich ist. Ja. Und haben wir, ich finde, außen haben wir schon einen guten Start hingelegt. So, für dich perfekt. Das kann man separat aufmachen? Ja, wusstest du es nicht? Nein. Markenzeichen vom 3 Touring. Und da kann der Flo immer schön rausfilmen. Und er ist safe. Also Flo, eigentlich haben wir das nur für dich bestellt. Das stimmt wirklich. Und kann ich jetzt auch separat... Nee, es geht ja noch da drauf. Richtig nice. Setz dich mal rein. Das ist mal nicht mal. Oh, bitte nicht. Das ist aber richtig cool, oder? Ja, Mann. Also, gute Fahrt nach Dortmund. Fahrt vorsichtig. Ihr werdet bestimmt auf der Autobahn... Bis öfter fotografiert werden. Ja, bis öfteren. Ich bin gespannt. Viel Spaß
Und ja, wenn du startest, bin ich gespannt. Komme ich mal nach Dortmund. Und begutachte mal unser gutes Stück. Hm? Pass gut auf ihn auf. Tschüss.